Ja, dann wacht doch auch mal noch mal auf die anderen, Nick. Ja, ich kann aber schon mal. Wobei, Mayo ist auch in die Werkstatt, ne? Mayo war in der Werkstatt. Mayo war, ne, dann fahre ich da schon mal hin. Ach, die ist da vorne, okay. Ich warte hier auf die anderen. Und schon backt die Hupe. Also ich denke mal, ich bin aller spätestens gegen 8 wieder da. Ja. Hier in die Fähre. So, ich bin jetzt, komme jetzt zur Fähre. Dann können wir alle noch ein bisschen ausruhen. Oh, jetzt klingt die Hupe aber wie ein Störgeräusch, ey. Seid ihr schon rübergesetzt? Ja, bei mir klingt die Hupe wie so ein hüpfender Ball. Ja, bei mir auch. Die komplett blöd. Kein Kommentar. Ach, oh Leute, okay, man muss hier nicht auf die Fähre drauf fahren. Bilden Sie selber ein Urteil. Mir hätte das unten rechts gerade nicht angezeigt mit diesem Enter und sowas, deswegen habe ich das Ding gerade gesucht. Das war zu weit, Mario, glaube ich. Ich hab's oben nicht gesehen, ihr habt erst. Ich bin nämlich gerade irgendwo anders hingefahren, denke mir, hä, wo ist denn das jetzt hin? Nee. Oh, Mario ist drüben. Ja. Jetzt habe ich keine Hupe mehr. Oh. Ich will dir gerade ein Taschentuch geben, aber ich habe keins hier. Mörde, Brett, Remplem. Oh. Bist du noch in der Werkstatt, Nick? Nee, ihr seid gerade alle schön an mir vorbeigefahren. Aber macht ja nichts. Also ich bin direkt hinter euch erstmal. Wir sind jetzt immer noch Aalberg, ne? Ja. Hallo. Mahlzeit. Mal dir deine Zeit auch selber. Zeichenstunde. Ramelam, Ding Dong, Ramelam, Schwing da Dong. Gas. Gleich heult er wieder rum, weil sein LKW kaputt ist. Die ärgern mich. Was denn? War was? Nö. Der bekommt einen Sneak. Wo fahrt ihr so langsam da hin? Da habe ich mich auch gefragt. Ich wollte Mayo vor mir haben. Er ist sicherer. Er macht immer so eine schöne Lightshow. Der Gerd hat Verbrecher immer gern vor sich. Komm, ich hätte aber auch nicht wirklich groß zu sein. Nö. Aber er klingt trotzdem super. Ja, die Hallgeräusche sind echt top. Was war das hier eigentlich für ein Sinn mit den doppelten Linien? Ich habe keine Ahnung. Soll ich müssen jetzt rechts abfahren? Nee. Nee, geradeaus. Ich liefere irgendwo ein Stück außerhalb anscheinend. Oder ich habe sogar anders markiert wahrscheinlich, dass ihr dann einfach das als kürzeren Weg sieht oder so. Da vorne kommt jetzt Fahrtcontrol. Furzkontrolle. Moment, ich hab getankt. Ja, Benny, da vorne müssen wir abfahren. Ja. Das zeigt er mir jetzt auch richtig an. Das habe ich mir dann einfach nur anders markiert. Dann.
Hoppa. Major bleibt wieder stehen. Nein, Major hat nur Retarder genommen und bremst. Die hat abfahren, ne? Ich weiß. Gut. Hier muss ja auch noch nach rechts, ne? Ne, nach links. Panik. Heute ist Gegenteiltag. Ja, hast du mal nicht was gesagt von Ikea? Nein. Ah, ist Ikea, stimmt. Oh, hab ich gerade einen Leck gehabt. Jetzt macht er mir die Tür zu. Guck mal, hier ist ein Blitzer, an dem ich nicht geblitzt werde. Ist der Wahnsinn. Ich habe was gesehen. Ich weiß, wo ich wende. Ja, da hinten, ne? Hoppla. Ne, da war nicht schön eingepackt. Der Weihnachtsbaum, Hilfe! Dein geblendet. So. So. Geladen ab. Ausgezeichnet. Ich habe keinen Schaden am Auflieger. Das ist auch mal selten. So, jetzt noch Otense. Ja, und dann haben wir es endlich geschafft. Mhm. Oh ja. Ich bin ja jetzt schon bei 3 Stunden 12. Ja. Komm, ETS, da hat die Karte. Aber Erfolgen bis zum Jahresende. Achso, du willst wissen, wohin, ne? Ja. Odense. Und zwar genau in der Mitte Nordfood, oder wie es heißt. Ah ja. Nordfood, ja. Alter, guck doch mal. Guckst du nach rechts, dann siehst du das. Ja, hab ich doch. Ja. Vorher aber bist du ja gerade einfach gefahren. Heul doch. Heul doch. Sagt der hier seinen LKW kaputt gefahren hatte. Ja. Dein Vater hat meinen LKW kaputt gefahren. Das ist nicht nur ein blöder Spruch, sondern das ist Tatsache. Mi. Bieper, bist du es? Ich frag mich, die Geschwindigkeitsübertretungen sind ja relativ teuer, ne? Mit 1000 Euro und so und sowas. Boah. Kostet es in Deutschland trotzdem nur 25? Bestimmt. Das Schild war knapp. Ja, bei mir auch, aber habe ich geschafft. Ich hab's erwischt, das Schild. Geschafft. Ich auch. Jetzt habt ihr natürlich alle voll den Vorteil. Ja. Wir können von hinten, ne? Richtig schön Gas geben. Ihr seid alle leer. Ja. Aha. 110 würde ich sagen, wa? Ja. Ja, ich kann Gas geben. Ich stehe drauf. Ich dachte gerade da oben, dass dieses Neon-Schild, das ist ja McDonald's, das sah von weitem aus wie Jägermeister, oder? Was? Aber das ist McDonald's und Shell. Ja. Ah ja, der Gerd fährt schön mittig. Ich komme auch nicht mehr ran, weil die fahren alle 110, da passiert nicht viel. Nicht wirklich, ne.
Gerd hat bei Omsi was gelernt bei mir, Standstreifen. Warum eigentlich? Die Autobahn ist komplett leer. Meter zu sparen. Ach, ja. Ich heiße Peter, bin LKW-Fahrer und Sparmeter. Ich heiße Gerd, der immer sparsam fährt. Und ich bin der Nick. Und ich habe in meiner Optik einen Knick. Ja, das hat er wirklich. Bin ich ja nicht allein hier. Nee. Ich wollte gerade sagen, da bist du in guter Gesellschaft. Ja. Fahren wir doch mal ETS mit verbundenen Augen. Hashtag Challenge. Ja. Das wäre was. Ja. Der fährt, verlässt sich die Augen verbinden. Alle anderen gucken über den Discord zu und sagen, wo man lang muss. Ja. Oh Gott, lass uns da. Ja, okay. Echt eine gute Idee. Nein, das ist es nicht. Klar. Mayo macht die erste Aufnahme. Aber das wäre ernsthaft, das finde ich eine lustige Idee. Ja, Benny, du darfst gern anfangen. Nee, die Idee kam nicht von mir. Boah, das irgendwann, das können wir eigentlich echt mal machen. Oh Gott. Ja, das. Ja, Mayo, das bist du jetzt selber schuld. Aber ist das bei dir nicht sowieso? Also, das ist doch eigentlich fast kein Unter. Mayo braucht die gar nicht verbinden. Oh Nico, jetzt helf mir doch mal, ey. Ja. Nico dir hilft. Ja, sag da, ja. Na ja. Wie weit haben wir noch, Gerd? 104. Ach. Doch, ist ja fast da. Mein Müdigkeitssimulator ist angegangen. Jetzt schon. Ja, wenn wir da sind, ungefähr bei 3 Stunden 30, kann man nicht schneiden. Ja, reicht dann auch, ey. Ja. Kann man auch wieder. Ja. Wir haben eine ETS-Session ohne Pause. Das ja. Das ist ja ganz komisch. Ja. Unterbrechungen machen, weil dann immer irgendwas war. Ich fand's cool. Ja. Darfst gern wieder mitmachen. Das freut mich. Ja. Aber nur wenn du keinen Ton dann sagst. Okay. Gut. Oh, ja. Jo! Okay! Wer, Icke? Ja. Wo soll ich denn hinfahren? Ich fahre hier allen hinterher. Gerade so ein bisschen leicht rechts gewesen. Ach, naja. Ab und zu. Ich meine, der kommt ja aus dem Risikogebiet. Der einfach kann jeder. Echt mal. Ah, hier die schön beleuchtete Brücke, ne? Ja. Ist das jetzt nicht diese Öresund? Ich glaube, das ist Öresund, ja. Auch irre gesund. Von Doppelherz. Da gab es auch was von Ratiofarben. Wenn es vorne zwickt und hinten beißt. Sauf Klosterfrau Melissengeist. Den Schwanz geklemmt, die Nutte zittert, hoffentlich Allianz versichert. Ah ja. Ja, und den hat meine Mama mal gebracht. Also. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Ganz der Sohn. Oh, wir sind gleich da. Ja. Ja. Oh, Gerd, Fernlicht angehabt gerade? Ja. Ba-da-da-dam. Ba-da-da-dam. Ba-da-da-dam.
Da war die Batterie alle. Ja. Der Gerd, der pisst da hoch, ey. Jetzt hier runter, ihr musst. Ja, danke. Ah ja, Mann. Danke. Darum mache ich das ja so gerne. Linke Spur und dann Vollgas in die Ausfahrt rein. Der Nächste hat dann ein Problem. Ja, schön. Nur echt nett. Danke. Gerne. Bleibt hier, meine Güte. Was? Ich bin hinter dir. Ich fliege hier durch die Kurven durch. Na, ich sehe es. Ja, wie willst du mich jetzt hier rauffahren? Bisschen wenig ausgeholt, Gerd, ne? Mhm. Ich hoffe, das setze ich nochmal zurück. Geh mal weg da, Mario. Ja. So. Was haben wir denn verdient? 92.000 Euro. Oh, fast 4.000 EP. Doch, wenn Mario jetzt hier im Hof ist, das dauert noch. Nico, du hast Zeit. Die nächste Abfahrt. Hä? Wer war das? Ich. Ah. Wieso? Weil Mario mich gerade einfach weggeschoben hat. Nein, gar nicht wahr. Nein, du bist im Vollgas rückwärts gefahren und mich in der Reihe. So, sagen wir tschüss. 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 Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und tschüss.